Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge und zu einem neuen Szenario Terraformers. Und ihr seht oder ihr wisst es von der letzten Folge, dass wir jetzt bei der ersten Mission Per Aspera ad Astra sind. Ja, was so viel heißt wie, keine Ahnung, ich spreche kein Latein. Aber was ich weiß ist, wir müssen 150 Weltraumpunkte durch den Einsatz von Ressourcen für Weltraumprojekte sammeln. Und ich weiß nicht, ob das Ressourcen sind, die wir einsenden, also jede Ressource bringt einen Weltraumpunkt, oder ob uns bestimmte Weltraumprojekte ja, Weltraumpunkte bringen. Und je nach Schwierigkeit dieser Weltraumprojekte kriegen wir dann Weltraumpunkte. Keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jede Ressource einmal zählt und wir ja sozusagen 150 Ressourcen für Weltraumprojekte abgeben müssen. Gut. Für diesen Run hier brauchen wir. Oder soll ich mal vorlesen? Ist ja ein neues. Also, Per Aspera ad Astra. Ich lese das mal vor. Willkommen beim Mars-Kolonisierungsprojekt. Der Mars ist der perfekte Hafen inmitten des weiten Sternenmeers. Von hier aus können wir unsere Reise zur Erkundung anderer Teile unseres Sonnensystems und des Kosmos jenseits davon in Angriff nehmen. Wie auf der Erde wird auch der Orbit des Mars viele unserer wundersamen Schöpfungen zu sehen bekommen. Teleskope zur Beobachtung von Welten jenseits unserer Reichweite, Raumstationen für Bergbauschiffe, die auf ihrer Reise von der Erde zu den Monden des Saturns einen Zwischenstopp einlegen. Der Weltraum gehört uns und der rote Planet markiert nur den ersten Schritt auf der großen Reise der Menschheit dorthin, wo noch nie ein Mensch je gewesen ist. Die Erde hat Ressourcen für den Aufbau der Siedlung geschickt und schlägt einige Anführer vor, die sich oder die dich auf dem Mars vertreten. Viel Glück! Jawohl, und damit starten wir rein. Wir können natürlich den ausgeglichenen Start wählen. Wir können die Lebensform nehmen. Die Lebensform hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Da kriegen wir nur ein Wohnmodul ohne Gewächshausfarm. Haben genauso viel Energie, haben aber mehr Nahrung. Mehr Wissenschaft und gleich viel Titan. Und wir können eine Lebensform von Anfang an auswählen. Hilft uns aber in diesem Run tatsächlich nicht wirklich weiter, da wir ja eigentlich nur Handelsrouten brauchen und ja und Ressourcen, ne? Also wir brauchen viele Ressourcen, wir brauchen viele Handelsrouten und brauchen wir an sich noch was? Ja, Unterstützung, ne? Ganz normal. 40 Energie hätten wir hier bei Utopisch, 40 Nahrung, 20 Silikat, 15 Titan, 10 Nitrat. Hier würden wir gleich schon mal mit der Unterstützung starten. Ja, ein Kuppelpark ist natürlich an sich erstmal sehr nice, da er viel Unterstützung bietet. Aber das Unterstützung wollen wir erst später produzieren in der Höhle, die wir dann hoffentlich finden. Und deswegen wähle ich hier tatsächlich ausgeglichen, denn wir brauchen keine Lebensform. Darauf sind wir nicht aus. Gut, ich habe mir überlegt, für dieses Szenario tatsächlich australische Städtenamen zu nehmen und würde da einfach mal, da ich Formel 1-Fan bin, mit Melbourne anfangen. Wir können ja mal, um andere Farben zu haben, hier hinten starten, mit den Farben. Und schauen jetzt mal, wo wir unser Hauptquartier platzieren. Das könnten wir natürlich hier oben regeln. Würde ich auch wieder bevorzugen. Aber vorher müssen wir natürlich einen Anführer wählen. Was haben wir denn hier? Verbrauche 4 Wasser, unterhalte Unterstützung, baue Kunstgalerie kostenlos. Und wenn du 800 oder mehr hast, dann bekommst du einen Projektvorschlag und einen Projektforschung pro Runde. Zwei zusätzliche Projekte kann ich in der Auswahl haben. Ja, das ist dann für später natürlich gut. Momentan bringt uns das ja nicht so viel, die Lena Kardesch. Und dann haben wir den George Dromedo, unser Bauexperte, der zwei Felsen zerstören kann, modulare Wohnungen nur für die Nahrungskosten bauen kann und den Bau von regionalen Gebäuden um 15% reduzieren kann.
Das ist sehr gut, denn regionale Gebäude sind ja zum Beispiel unsere Handels, also um Handelsrouten aufzubauen, diese Raumschiffe und so weiter. Deswegen nehmen wir mal ihn hier, um einfach die Spezialisierung dauerhaft zu erhalten. Gut, unser Hauptquartier platzieren wir natürlich hier. Wir platzieren auch ein Nahrungsgebäude. Das kommt hier hin. Und dann können wir schon gucken, wohin wir uns ausweiten, und ich würde sagen, erstmal zum Titan, denn wir hatten in den letzten, in der letzten, nee, nicht in den letzten Folgen, in der vorletzten, also nicht Folge, sondern Szenario. In dem vorletzten Szenario hatten wir gut Titan, aber im letzten Szenario hat es uns an Titan echt gemangelt. Und da wäre es jetzt natürlich gut, sich gleich mal zum Titan auszuweiten. Gut, erste Runde ist damit vorbei. Gehen wir rein in die zweite Runde, in der wir eine Knollenfarm aussuchen können, den Tritium-Thermogenerator oder das Labor. Zum Anfang ist Nahrung natürlich sehr wichtig, Energie wird aber auch wichtiger. Würde ich tatsächlich aber erstmal hinten anschieben, da Nahrung tatsächlich wichtiger ist und wir hier ringsherum auch Nitrat haben. Das heißt, das können wir dann auch zeitnah bauen. Ja, darauf muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, was hat man zur Verfügung. Dann bauen wir das Wohngebäude hier hin. Und wir sehen schon, hier hinten entsteht wieder ein bisschen Stadt. Und wir bauen schon mal Titan ab. Ne, ab Runde 2 ist das natürlich sehr, sehr stark. So, dann können wir natürlich erkunden. Gehen wir hier hin. Nitrat und Titan haben wir hier insgesamt sehr viel. Ne? Ihr seht es, also viel Titan. Hier geht es eher in Richtung Wasser. Ich hatte das Gefühl, dass manchmal tatsächlich diese Vorkommen ja sehr zentriert auf einen Ort sind. Das heißt, wenn hier viel Titan irgendwo ist, dann ist mal wahrscheinlich auch in der Nähe ein großes Titanvorkommen. Wenn hier natürlich großes Nitrat ist, dann ist im ringsrum auch noch ein paar Nitratvorkommen, aber halt immer nur kleinere. Und so habe ich das Gefühl hier auch bei Wasser, vielleicht falls, wenn wir hier in die Richtung gehen, dass wir hier noch ein großes Wasservorkommen haben. Das kann natürlich sein, muss nicht sein. Das ist erstmal nur das, was ich jetzt aus dem Spiel so rausgelesen habe. Jetzt können wir natürlich den Thermogenerator nehmen, aber wir haben kein Tritium irgendwo in der Nähe. Das heißt, ich gehe nochmal für die Nahrung. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal Nitrat einsammeln, damit wir unsere Farm bauen können. Da würde ich tatsächlich hier oben mal hingehen, denn hier ist eine neue Klimazone. Wird dann später wichtig. Hier haben wir eher so ein Energie und ihr seht auch hier Energie in der Nähe, großes Energie hier. Also das würde auch wieder Sinn machen. Auch wenn nicht alles Sinn macht, was ich erzähle. So viel steht fest. Gut, dann haben wir diese Runde alles erledigt und wir gehen weiter. Eine Handelsroute wird uns gegeben und wir können jetzt hier ein Wohnmodul nehmen oder das. Die Gewächshausfarm haben wir aber noch einmal, deswegen nehmen wir erstmal ein Wohnmodul. Zwei Felsen zerstören. Gut, dann gehen wir erstmal in Richtung Wasser, würde ich sagen. Und da haben wir instant eine Lavahöhle gefunden. Sehr schön, kriegen hier auch nochmal 10 Nahrung. Super, hier ist der Strahlenschutz natürlich insane. Auch deswegen sind Höhlen wirklich GG. Und hier haben wir tatsächlich das erste Mal Tritium. Also wir könnten jetzt dann auch auf Tritium gehen. Guck mal, da kriegen wir sogar Tritium. Das nehmen wir gleich mal mit. Und da kriegen wir auch den ersten Generator. Das passt natürlich perfekt rein. Den bauen wir hier oben mal abseits von den Wohnungsgebäuden erstmal hin. Genau. Und dann könnten wir eventuell nachher das noch boosten, hier so in so einem Dreieck. Weiterhin, was könnten wir machen? Nichts erstmal. Gehen wir weiter in Richtung Wasser. Macht eigentlich am meisten Sinn. Ja, und hier haben wir auch ein großes Wasservorkommen. Also ihr seht, das passt schon, ne? Hier, wir haben ein großes Tritiumvorkommen. Auf einmal sind hier ganz viel Tritium ringsum. Hier hatten wir ein großes Wasservorkommen, wussten wir natürlich vorher nicht, aber hier war ein kleines. Deswegen war es naheliegend, dass hier auch ein großes ist. Und ich glaube, das ist auch so. Ist auch so eine Sache, die ich jetzt erst neu entdeckt habe. Was natürlich, ja,
von Anfang an wahrscheinlich so war. Ja, wenn man einen Roboter hab, der würde natürlich nie, kein Minus geben, wenn wir den hier hinbauen würden. Können wir den verlegen an sich? Aber da würde es keinen Sinn machen. Dann werden wir mal hier den Roboter-Hub hinbauen. Oder? Nee, da können wir ja ein Boost-Gebäude hinbauen, wenn es denn soweit ist. Hier können wir nur den Roboter-Hub hinbauen. Ja, machen wir mal. Dann haben wir zwei Erweiterungen. Könnten wir einmal hier zum Nitrat gehen und eine Mine bauen. Und ja, wo auch immerhin noch in der Nähe und noch ein anderes Gebäude hinbauen, zum Beispiel eine Handelsroute oder so und sonstiges. Ja, mit dem Satelliten gehe ich hier hin. Hier gibt es nämlich Wasser und Wasser sorgt dafür, dass ich das nächste Gewächshaus bauen kann. Auch sehr gut. Hier haben wir ein großes Nitratvorkommen. Ja, aber Nitrat bringt uns momentan nicht wirklich was. Energie können wir natürlich mitnehmen. Können aber auch den Standort hier erkunden. Ich gehe mal für die Energie. Hier kann man natürlich dann Energie auch abbauen. Genau, Geothermiekraftwerk. Das ist so das Gängigste. Nächste Runde. Hier hätten wir einmal Bäder. Die nehmen wir doch mal mit. Bäder sind immer gut. Besonders falls wir dann wirklich hier bauen sollten in der Lavahöhle für die Unterstützung. Denn unser Ziel ist es ja immer noch, die, ja, die Weltraumprojekte sozusagen zu vervollständigen bzw. abzuschließen. So, Nahrung dauert noch ein bisschen. Wo könnten wir als nächstes hingehen? Wasser brauchen wir immer noch. Schauen wir mal hier. Ich dachte, hier ist ein Standort, schade, aber wir kriegen hier Nahrung tatsächlich. Und könnten noch ein Wohngebäude bauen. Wir könnten uns aber auch schon in dieser Höhle niederlassen nächste Runde. Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich will mich eigentlich ein bisschen weiter entfernt niederlassen. Und hier haben wir für Nahrung etwas. Hier haben wir einen Roboter-Hub. Hier hätten wir. Da können wir uns natürlich gleich expandieren und müssten nicht so viel Nahrung bezahlen. Nehmen wir mal das Roboter-Hub. Ich möchte hier oben hingehen gerne, weil ich nämlich hoffe, dass genau hier das, was ich erwartet habe, dass hier vielleicht ein Standort ist, wir dann hier das Wasser abbauen können und hier auch nochmal gleich Titan abbauen können. Wenn wir ein bisschen Glück haben, wird das hier noch ein gigantisches Titan vorkommen. Und dann mit der großen wasserführenden Schicht nebenan wäre das natürlich insane. Das sehen wir aber nächste Runde. Genau, wir nehmen hier nochmal den. Obwohl wir auch aufpassen müssen, dass wir dieses Gebäude nehmen. Dann später, was uns mehr. Und das war auch noch wichtig, genau, dass wir diese Projekte, dass wir mehr Projekte bekommen. Dieses Gebäude brauchen wir unbedingt, damit wir eben eine größere Chance darauf haben, Weltraumprojekte tatsächlich freizuschalten. Gut, dann ist das hier 6 entfernt. Ja, und das hier ist auch 6 entfernt. Wir müssen natürlich erstmal alles ringsherum erkunden. Das ist leider nur ein normales Titanvorkommen. Ja, müssen wir mal schauen. Nächste Runde, ob wir. Minus 7 Unterstützung kriegen wir jetzt hier. Und da wäre schon die erste Handelsroute. Gut, dann schauen wir aber erstmal nach hier. Gut, ich würde trotzdem gerne hier hingehen, weil es uns einfach Titan gibt an sich. Und die nächste Stadt heißt Perth. Hier haben wir einen schlechten Lebenskomfort. Natürlich, nur Temperatur ist schlecht. Strahlenschutz ist normal. Auch hier brauchen wir eigentlich kein Boost-Gebäude hinbauen. Aber ja, werden wir sehen. Wir können uns dann hier gleich ausweiten. Und wir brauchen unbedingt ein Energiegebäude, sehe ich gerade.
Gewährt zwei Roboter. Könnten wir hier hingehen und einmal hier hingehen. Die Mine können wir gleich bauen. Und wir brauchen unbedingt Energie. Dafür müssten wir ein Tritium importieren. Das ist aber machbar. So, und es wird Zeit für einen neuen Anführer. Hier kriegen wir Nahrung und ein Wasservorkommen können wir in Meer ummünzen oder umwandeln. Bei dem würden wir Lebenskomfort bekommen und die Wasserproduktion erhöhen oder boosten. Sehe ich den erstmal als die bessere Wahl an. Das würde uns plus zwei Lebenskomfort bringen. Das würde uns eine Energie pro Runde bringen. Sehr gut, da wir schon Titan-Einkommen haben. Einkommen haben. Würde uns das natürlich helfen. Und wir gehen auch tatsächlich hier erstmal zum Titan. Sehr gut, kriegen hier nochmal Nahrung. Das war natürlich sehr gut. Wir gehen erstmal für die Energie. Handelsroute können wir dann immer noch später machen. Da können wir dann hier nochmal hin expandieren. Vorerst würde ich aber in Perth gerne, nee, in Melbourne erstmal das Energiegebäude hier bauen. Und dann hier in Perth den Tagebau bauen, mit dem wir zwei Wasser pro Runde abbauen. Sehr schön. Und dann können wir nämlich auch unsere erste Höhle planen, die dann uns natürlich, ja, also die dient uns dann einfach nur dafür, um Unterstützung aufzubauen, während wir die Weltraummission machen. Und ringsrum finden wir ja auch noch Ressourcen, zumindest kleinere, die man natürlich dann auch noch benutzen kann. Nächste Runde. Nitrat, Silikat oder Tritium? Gute Frage. Nehmen wir Tritium, falls wir noch einmal ein Energiegebäude bauen können. Ja, dann können wir uns ein Projekt auswählen. Theoretisch nochmal eine Handelsroute wäre möglich oder auch nochmal Expansionen. Wir nehmen mal die Expansionen, denn hier in Perth wollen wir auf jeden Fall nochmal expandieren, um vor allem auch hier den Landeplatz zu bauen. Wir können damit weit weggehen irgendwo. Hier hätten wir Wasser. Wasser brauchen wir momentan auch. Hier gibt es aber keine neue Klimazone. Deswegen gehe ich mal hier lang. Ja. Schauen wir mal hier. Hier gibt es nochmal Wasservorkommen und ein Tritiumvorkommen. Ist zwar schlechter Regen in der Zone, aber wie gesagt, das interessiert uns ja an sich erstmal nicht. Eine Höhle wäre hier ganz nice. Schauen wir mal, ob wir die bekommen. Und dann müssen wir auf die nächsten Runden warten. Denn wir haben nicht genug Energie. Bakterienverteiler wird jetzt verfügbar. Und ihr seht schon, der kostet statt 20 Wissenschaft nur noch 17. Auch das kann natürlich hier nochmal unsere minus 2 Temperatur ist natürlich einfacher. Haben wir einen mit 0 Temperatur? Ja, den hier hätten wir. Das heißt, wir können auch den Risky Way nehmen. Dann nehmen wir die hier. Und davon könnten wir natürlich die Sauerstofffabrik nehmen. Die würde uns nämlich auch noch mal ein bisschen was gewähren. Dann bauen wir die doch gleich mal. Und die bauen wir hier oben hin. Gibt uns einen Sauerstoff und eine Atmosphäre pro Runde. Energie haben wir noch nicht genug. Da brauchen wir noch ein bisschen, aber ich will weiter erforschen und deswegen wird die Energie auch nicht wirklich mehr. Oh, hier haben wir noch eine wasserführende Schicht. Okay. Also hier sehr, sehr guter Standort. Hier haben wir Titan, Silikat, Tritium, Wasser und Wasser. Also hier wäre ein Standort richtig, richtig gut. Am besten eine Höhle. Das wäre ja der Jackpot. Und das hier können wir mal aufhören einzu oder zu traden. Und wir können hier Energie traden.
Denn Energie ist momentan ein bisschen Mangelware. So, dann haben wir hier ein Boost-Gebäude für Energie. Brauchen wir später erst, aber nehmen wir ruhig schon mal mit. Dann gehen wir mal hier hin. Und hier hätten wir wahrscheinlich dann eine Höhle, einen Krater oder eine flache Ebene. Je nachdem. Gut. Ja, die Erweiterung, da brauche ich immer noch mehr Energie. Die haben wir aber momentan erstmal nicht. Jede Runde zwei Projekte. Genau das ist nämlich das, was ich haben wollte. Das wird für uns sehr wichtig. 10 Nahrung, sehr gut. Und weil das viel Energie kostet, würde ich das hier mit dem Satelliten einfach machen. Das machen wir dann später. Dafür brauchen wir dann das und das. Das heben wir uns auf. Und hier brauchen wir erstmal jetzt Energie. Wir könnten uns theoretisch Nahrung geben, weil expandieren muss ich momentan eigentlich nicht. Da würde ich erstmal die Nahrung mitnehmen. Minus 14 Unterstützung kriegen wir pro Runde. Kein Problem. Und wir nehmen hier nochmal das Wohngebäude mit. Jetzt können wir in Perth die Erweiterung bauen. Nochmal zwei Roboter für uns. Und somit auch den einen Handelsplatz mehr, den wir uns jetzt hier snacken. Ja, und dann wird es eigentlich schon fast Zeit, hier einen neuen Standort zu errichten. Wir nehmen nochmal die Nahrung mit, gehen in die nächste Runde. Wissenschaft, Handelsroute, Unterstützung. Nehmen wir ruhig mal nochmal die Handelsroute. So, bauen die mal hier hin. Mehr Handelsrouten sind, wie gesagt, immer gut. Wir nehmen nochmal die Nahrung mit. So viel Nahrung wie möglich jetzt mitnehmen, damit wir gleich, wenn wir da eine Höhle haben, losbauen können. Und da ist auch schon unser erstes Weltraumprojekt, was wir natürlich annehmen. Anders kann ich es eigentlich gar nicht machen. Ein Weltraumprojekt ist dafür einfach zu wichtig. Dafür brauchen wir Silikat. Wir müssten theoretisch Silikat irgendwo abbauen. Haben momentan aber noch keinen Standort, an dem viel Silikat ist. Doch hier. Das würde wieder diese Stadt bevorzugen. Und deswegen werde ich auch mal hier hingehen. Und da ist tatsächlich eine Höhle. Insane. Das spielt uns richtig in die Karten. Temperatur ist auch in Ordnung. Regen ist zwar schlecht, aber das macht an sich keinen Unterschied. Dann gehen wir diese Runde hier hin, nächste Runde dahin und dann können wir uns hier hinbauen. Sehr schön. Das passt. Also das besser hätte es eigentlich gar nicht sein können. Ja. Wir werden mal schon mal das Silikat, was wir haben, einzahlen. Hier können wir nochmal in Energie produzieren. Oder wir gehen nochmal auf Nahrung. Beides wäre gar nicht so schlecht. Nahrung haben wir momentan sehr viel. Energie ist natürlich immer gut. Deswegen gehen wir ruhig nochmal für Energie. Und dann werden wir hier hin. Hier haben wir Sandstein, könnten wir Führungen machen. Aber wir gründen erstmal unsere neue Stadt hier in der Lavahöhle. So, eine weitere Stadt, die es natürlich in Australien gibt, ist, jetzt überlege ich gerade, Perth, Melbourne, Canberra. Gründen. Jawohl, hier hätten wir ein Viereck. Da könnte sogar ein Gebäude hin, das Wissenschaft gibt. Da gibt es ja auch dieses eine Wohngebäude, was noch Wissenschaft gibt. Und dann können die Bäder hier in die Mitte. Eine Kuppel wäre natürlich noch besser, aber Bäder sind erstmal völlig fein, boosten uns erstmal auf minus 11. Sehr gut. Energie haben wir nicht genug, leider, diese Runde, um nochmal ein Wohngebäude zu bauen. Aber das kriegen wir dann nächste Runde gebacken. Okay, also Energie ist wirklich erstmal das Wichtigste, teilweise auch noch, was wir bauen können müssen, sogar. Hier können wir nochmal zwei Silikat einzahlen. So. Ja, das wäre es erstmal, was wir machen könnten diese Runde.
Was haben wir hier? Ein Bahnhof. Da könnten wir uns natürlich gut expandieren. Würde einiges an Energie kosten und Silikat. Silikat brauchen wir aber gerade für das Elektro-Boost-Gebäude. Eine Erkundungsstation. Die wäre dann doch noch schmackhaft. Okay. Dann könnten wir jetzt den Felsen hier wegräumen. Ein Wohnmodul hinbauen. Würden nochmal plus 6 bekommen. Plus 6 Unterstützung. Dann nehmen wir mal das hier raus. Wir können uns erweitern. Wir können Tritium abbauen. Aber ich würde tatsächlich erstmal für Energie gehen. Denn Energie ist, wie gesagt, Mangelware. Oh, jetzt habe ich die Nahrung genommen. Das wollte ich gar nicht. Sondern ich möchte eigentlich expandieren. Und zwar hierhin. Nicht expandieren, sondern erkunden. Und zwar hierhin. Oh ja, hier gibt es ein großes Titanvorkommen. Sehr schön. Und hier gibt es auch nochmal ein Wasservorkommen. Was auch wiederum sehr schön ist. Und was ich tatsächlich machen würde, ist Wasser importieren. Nahrung. Und Titan erstmal exportieren. Denn davon haben wir genug. Stürzen wir mal uns in die nächste Runde. Und ein neuer Anführer wird fällig. Drei zusätzliche Projekte werden in dieser Runde vorgeschlagen. Das ist natürlich auch für uns sehr gut. Da könnten wir das ein oder andere Projekt mit rausziehen. Einen Drohnenknoten bauen, das würde uns einen Roboter geben. Auch sehr schön. Eine Kläranlage kostenlos. Und das hier ist eher zum Umwandeln. Ich würde tatsächlich die hier wählen. Und Wasser brauchen wir momentan auch nicht. Da könnten wir dann die Sauerstofffabrik wählen. Die wiederum kann ich hier in Melbourne bauen. Wäre unsere zweite. Hätten wir plus 2 Sauerstoff und plus 2 Atmosphäre. Und dann würde sich hier schon ein Wassergebäude fast lohnen. Also dieses Wasser-Boost-Gebäude, wo man für jedes Gebäude, was mit Wasser gebaut wurde, 2 Unterstützung bekommt. Da hätten wir hier schon 1, 2, 3, 4 Stück. Ne? Also nur, dass man das mal im Hinterkopf, genau, Hinterkopf hat. So, dann gehen wir hier hin. Okay. Und gehen mit dem, wo, ja, mit dem Satelliten ruhig mal hier hin, würde ich sagen. Da hätten wir eine Ebene, okay. Gut, wir brauchen hier Erweiterungen. Das kriegen wir aber erst mit mehr Nahrung. Und deswegen müssen wir eine Runde weitergehen. Minus 21 Unterstützung. Die Leute sind, wie gesagt, sehr versnobbt. Zwei Wissenschaftlerrunde gefallen mir alle nicht so sehr gut. Zwei Energie pro Runde. Minus 1 Lebenskomfort. Könnten wir an sich nehmen und dann irgendwo hinbauen, wo wir sowieso keine, ja, hier wollen wir sowieso keine Leute hinbauen. Deswegen können wir auch das ruhig hier bauen. Würde uns zwar minus 2 Unterstützung geben, aber das ist okay. Ne, minus 1 sogar nur. Naja, dann ist das vollkommen okay. Und wir kriegen 2 Energie mehr pro Runde. Was uns auch natürlich in die Karten spielt. Ja. Erkunden wollen wir eigentlich zum Silikat hin. Hier haben wir natürlich mega viel Wasser. Was auch nice wäre. Hier haben wir mal einen Sandsturm gerade, deswegen können wir da an sich nichts machen. Aber Silikat wäre schon ganz nice. Aber wir kommen tatsächlich echt nicht zum Silikat. Dadurch, dass hier überall Sandstürme sind, sind wir in der Runde ein bisschen angearscht, was Silikat angeht. Dann können wir höchstens hier hingehen, um uns ein bisschen Silikat zu erhaschen. Wir müssen nur eine Nahrung einzahlen, dann haben wir nächste Runde genug. Den Rest können wir Silikat nehmen, beziehungsweise Silikat. Ah ne, können wir ja auch nicht. Na, dann tauschen wir das um in Silikat, um dann das Silikat einzahlen zu können. Gehen wir mal in die nächste Runde.
Wir können uns neue Bakterien aussuchen. Minus 1 Temperatur und der braucht einen Sauerstoff, das ist relativ viel. Bakterienverteiler können wir nochmal nehmen. Wir können auch nochmal eine Handelsroute bauen oder ein Abgasverwerter. Ich entscheide mich tatsächlich nochmal für den Landeplatz. Bakterienverteiler haben wir ja schon einen. Und dann kann ich mich jetzt hier ausweiten. Ach, die kann ja auch noch einen Drohnenknoten bauen, siehst du? Das geht ja an sich auch noch. Aber hier in Canberra ist es erstmal worth, so irgendwie voranzukommen. Gut, dann wird der Titanabbau weiter gefördert. Aber erst nächste Runde, weil wir nicht genug Energie haben. Das Erkundungszentrum würde ich gerne hier oben hinbauen. Dafür würde ich in Perth ihre Fähigkeit dann mal einsetzen. Da würden wir Silikat rausbekommen. Das kann man natürlich auch machen. Erstmal das abbauen und dann hier das Rover-Zentrum hinbauen. Das machen wir nächste Runde. Let's go. Ah, hier hätten wir zwei Projekte zusätzlich. Das ist natürlich noch besser. Gut, Wasser brauchen wir momentan nicht. Deswegen nehme ich das Wassergebäude und baue das nochmal hier hin. Hier. Die Sauerstofffabrik. Bauen wir eine weitere. So, und dann hatte ich gesagt, wir wollen hier ihre Fähigkeit einsetzen in Perth. Wollen hier noch einen Roboter-Hub hinbauen. Oder einen Drohnenknoten, der uns einen Roboter gewährt. Können hier das in Silikat umwandeln. Können dann das Erkundungszentrum bauen, mit dem wir auch nochmal einmal erkunden können. Und dann ist die Abklingzeit halt umso weiter das entfernt ist. Also eine Runde mehr, umso. Also ein Step mehr entfernt. Ne? Ihr wisst das. Ich muss das nicht erklären. Umso weiter das entfernt ist, umso länger ist die Abklingzeit. Genau. Dann das Boost-Gebäude. Natürlich. Das kommt hier hin. Das boostet nochmal die Elektrogebäude. Dadurch kriegen wir 8 Energie pro Runde, was sehr gut ist. Und ansonsten müssen wir uns hier weiter ausbreiten. Wir brauchen noch ein Wissenschaft nächste Runde. Wir wollten hier die Mine bauen, das machen wir gleich mal. Dann können wir Titan erstmal weghauen. Und kriegen dafür, ja, was würde ich gern haben? Nahrung würde ich gern haben, ne? Silikat holen wir uns jetzt mit der Erkundungsstation. Beziehungsweise da gehen wir erstmal hier hin. Und mit dem Satelliten holen wir uns dann Silikat. Irgendwo hatten wir doch hier großes Vorkommen. Hier, aber das wäre Waste. Wir müssen irgendwas nehmen, was weit weg ist. Sonst ist der Sinn des Erkundungssatelliten deutlich verfehlt. Das ist auch nicht so weit weg. Das hier ist relativ weit weg, deswegen nehmen wir mal das. Und hier kriegen wir sogar 10 Nahrung. Sehr schön. Und dann können wir mit dem normalen Erkunden nächste Runde das Silikat holen. So, was haben wir hier? Helio-Startkraftwerk. Und ich sehe schon, wir sind ja schon auf 34 Minuten. Gut, liebe Leute. Das habe ich ja. Ich war gerade komplett drin. Das habe ich total verpeilt. Liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann, haut rein und ciao, ciao.